Herzlich willkommen in Paris. Herzlich willkommen im legendären Parc des Princes. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus den Online-Saisons, in dem Sie sich den vorzeitigen Aufstieg sichern können. Frankreich gegen Real Madrid. Bei einem Dreier hätten Sie den vorzeitigen Aufstieg geschafft und ich glaube, das wäre ein toller Erfolg. Ich glaube das nicht, ich weiß das. Die Mannschaft hat uns in dieser Spielzeit immer wieder begeistert. Funktioniert das auch heute? Werden Sie es packen? Erstmal geklärt. Ja, energischer Vorstoß. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Courtois verhindert den Treffer, den eigentlich fast schon sicheren Treffer. Super gehalten aus dieser Entfernung. Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Die wichtigste Frage für heute lautet für mich, was kann Kylian Mbappé heute zeigen? Kann ich dir sagen, eine Menge. Das ist der Mann für die besonderen Momente, für den Fußballzauber. Was kann der dribbeln? Wie schnell ist der? Wie abschlussstark ist der? Wahnsinn. Toni Kroos fällt in vielen Spielen ja gar nicht so groß auf, Buschi. Trotzdem, er ist ungemein wichtig für die Mannschaft. Ja, er ordnet das Spiel, ist häufig der, der die Angriffe einleitet. Also ich persönlich würde ihn mir manchmal etwas offensiver wünschen, denn gerade aus der Distanz kann er es doch. Der hat eine unglaubliche Schusstechnik. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Der Treffer lag in der Luft, der kann gerade noch klären. Pogba. Dembélé. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Auf der Linie gerettet, klasse Aktion, sah nach einem sicheren Tor aus. Karim Benzema jetzt. Schöner Pass. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Griezmann verliert da den Ball. Er bekommt Hilfe. Steilpass auf Lucas Vázquez. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Dembélé. Pogba am Ball. Lucas Digne. Die Flanke bleibt hängen. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. So, die Chance jetzt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Die Ecke kommt von Griezmann. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Spielt den Ball in den freien Raum. Gibt Abstoß. Ja, abgefangen hier von Griezmann. Ja, passt auf. Macht der Schiedsrichter gut, es gibt Vorteil für Madrid. Guter Pass jetzt. Real Madrid mit dem Ballverlust. Digne. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Dembélé mit dem Anspielgegner dazwischen. Asensio. Ganz energisch. Da muss er hin und holt sich den Ball. Griezmann. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das war die Riesenchance, aber Courtois lässt sich nicht überwinden. Stark gemacht. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Und Real Madrid weiterhin ohne Treffer in Durchgang 1. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Könnte die Führung werden.
Kanté blockt den Ball ab. Real Madrid, ein ganz besonderer Club. Wenn man sich schon die Königlichen nennt, dann weiß man, dass es hier immer ein Stück besser, immer ein Stück größer sein muss. Griezmann, macht er den rein? Dieses Gegentor erschwert ihm jetzt natürlich die Aufgabe. Also wenn hier noch der vorzeitige Aufstieg rauskommen soll, dann fehlen ihm Stand jetzt 2 Tore. Und das heißt natürlich, jetzt wird es hier richtig eng. Das Spiel scheint ihnen zu entgleiten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pogba. Am Ball Mbappé. Pogba. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Chance zum Konter jetzt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Lukas. Varane hat den Ball. Und Griezmann. Nachspielzeit 1 Minute. Casemiro. Groß. Benzema! Und jetzt wird es hier dramatisch, Freunde. Tor, Ausgleich. Und wir wissen ja, bei einem Sieg wären Sie der Aufsteiger. Es ist eng, es ist spannend. Es fehlt nicht mehr viel. Können Sie noch nachlegen? Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Laut Spielstand die Partie. Die zweite Hälfte läuft. Anstoß durch Real Madrid. Groß am Ball. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Casemiro. Karim Benzema. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Dembélé. Immer noch die Franzosen, Vorteil. Die Franzosen mit dem Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball verloren. Mbappé. Mbappé! Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Abgefangen von Pogba. Antoine Griezmann. Ball ist bei Mbappé. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Herr Griezmann. Lucas Digne. Real Madrid mit dem Ballverlust. Pogba. Frankreich, sehr energisch. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Da fällt das Gegentor. Und nun benötigen sie schon 2 Treffer, um an diesem letzten Spieltag doch noch aufzusteigen. Und das ist bitter, wenn man in so einem Spiel einfach nicht seine Top-Leistung abrufen kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob hier noch was geht.
Ballverlust Real Madrid. Sie haben den Ball. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Ball ist weg, Einwurf landet beim Gegner. Da gewinnt er den Zweikampf. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Mbappé gibt den Ball her. Jetzt Kroos. Viel Übersicht bei diesem Pass. Und die Balleroberung, wichtig. Conte. Und Griezmann. Am Ball Mbappé. Kylian Mbappé Lotin. Geht dazwischen und hat den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schön, wie Kanté da die Flanke blockt. Real jetzt am Ball, es gibt Einwurf. Pogba am Ball. Sieht nicht ungefährlich aus, jetzt vielleicht der Konter. Ballverlust der Franzosen. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Glasklare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Hingeht. Muss Einwurf geben. Jetzt vielleicht die Flanke. Mbappé. Riesenchance Mbappé. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Toni Kroos setzt sich da durch. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Bei einem Sieg wären sie heute aufgestiegen. Aber von diesem Sieg, Buschi, sind sie doch ein ganzes Stück entfernt. Ja, liegen nach wie vor hinten. Ist das hier die Entscheidung? Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. 8 Minuten jetzt noch. Jetzt wieder Ballbesitz für die Franzosen. Griezmann, super gelöst. Unglaubliche Parade. Nochmal gibt's Eckball. Und wenn sie den verwandeln, ist das Spiel durch. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Lucas Digne. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 4 Minuten bleiben hier noch. Mbappé. Energischer Zweikampf auf dem Flügel. Jetzt Sergio Ramos. Hazard holt sich diesen Ball.
Der Pass sehr ungenau, wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Mbappé. Lukas. Gute Aktion jetzt. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste haben hier also verloren. Es ist eine knappe Niederlage. Das ist ärgerlich, aber sie werden die richtigen Schlüsse daraus. Herzlich willkommen im Etihad Stadium, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Wir haben heute für Sie ein Spiel aus den Online-Saisons im Angebot, in dem der vorzeitige Aufstieg geschafft werden könnte. Manchester City gegen Real Madrid. Sie bräuchten heute einen Sieg, dann wären Sie vorzeitig aufgestiegen. Die können es gar nicht mehr abwarten, wollen loslegen. Sie wollen zeigen, dass sie in eine höhere Division gehören. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Varane. Am Ball jetzt Casemiro. Nun Varane. Modric am Ball. Für Real wird's nicht einfach heute. Beide Teams haben Chancen auf den Sieg. Stimmt, Wolf. Umso besser für uns, denn es könnte richtig spannend werden. Real Madrid mit dem Ballverlust. Guter Pass jetzt. Mahrez. De Bruyne mit der Riesenchance. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Nun Benzema. Guter Pass. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Die Hereingabe für Vinicius Junior. Da können sie klären. Luka Modric. Der Ball geht an die Latte. Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Er ist frei, da kann was draus werden. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Marco Asensio. Geklärt, Ball. Geht ins Tor aus, gibt Ecke. So, Ecke kommt. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Groß verliert den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Modric. Schönes Dribbling, Luka Modric. Abgepfiffen, das war abseits.
Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Pass auf außen. Einwurf für City. Rodrigo. Bernardo Silva. Sergio Aguero. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Kevin De Bruyne. Sergio Ramos mit vollem Einsatz. Könnte den Konter geben. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Und nun Sterling. Raheem Sterling mit dem Ballverlust. Der ist weit. De Bruyne am Ball. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Bernardo Silva. Ball ist bei Bernardo Silva. Das ist Rodri. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Das war ein Foul gegen Aguero, aber er gibt Vorteil. Abseits. Ist wohl einen Tick zu früh gestartet. Toni Kroos. Viel Platz jetzt auf außen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ja, mit viel Übersicht. Sterling. Das könnte die Gelegenheit geben. Das ist riskant. Gute Aktion vom Torhüter. City mit der Ecke. Jetzt wollen sie unbedingt die Führung erzielen. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Und Real Madrid weiterhin ohne Treffer in Durchgang 1. Ballverlust durch Sterling. Modric. Schön dazwischen gegangen. Die Chance auf den Konter. Spiel geht weiter, Vorteil für Aguero. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Abseitsstellung von Karim Benzema. Sterling jetzt auf dem Flügel am Ball. Weiter Raheem Sterling. Und Real am Ball. Es gibt Freistoß für Real Madrid. Marco Asensio. Sterling jetzt am Ball. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Casemiro. Und damit sind sie am Ball. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. So kann es weitergehen in diesem Spiel. Anstoß Real Madrid. Ball bei Benzema. Casemiro. Jetzt Sergio Ramos. Luka Modric. Sauber vom Ball getrennt hier. De Bruyne. Na, zu lang.
Mahrez. Rodrigo. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Sergio Aguero. Gut gemacht, gutes Tackling. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Flagge kommt zu hoch, das war nix. Jetzt der Einwurf für die Citizens. Ruben Diaz. City verliert den Ball. Rodrigo. Und nun Aguero. Guter Pass. De Bruyne. Das könnte die Führung geben. Noch nicht vorbei. Und nun Sterling. Bernardo. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Und jetzt Sterling. Kun Aguero. Am Ball jetzt Rodri. Chance zur Führung. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Karim Benzema. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Aguero am Ball. Sterling. Flanke von Sterling. Chance zur Befreiung. Den Ball hat er. Ganz souverän. Fängt diesen Ball ab. Real Madrid mit dem Ballverlust. Ballverlust Real Madrid. Kollegen bieten sich an. Mahrez. Ballverlust Manchester City. Benzema. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Jetzt Man City. Vielleicht passiert hier ja nochmal was. Wir gehen langsam in die Schlussphase dieser Partie. Bei einem Sieg wären sie aufgestiegen. Noch haben sie hier dieses Remis. Aber man merkt schon, sie drücken. Sie wollen unbedingt hier diesen Sieg. Ja, ja. Sie versuchen alles. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch offensiver werden. Alles ab nach vorne. Ich bin gespannt, was der Trainer am Ende wirklich macht. Ob er voll auf Risiko geht oder ob er hofft, dass mit der aktuellen Taktik was funktioniert. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang? Spiel geht mit Einwurf weiter. Und schon ist der Ball weg. Bisher keine Tore in dieser Partie. Jetzt nur noch 5 Minuten zu gehen. Gelingt hier noch einem Team der dann wohl entscheidende Treffer. Jetzt Freistoß für Manchester City. Der Spieler scheint Probleme zu haben. Wohl eine leichte Blessur. Ja, jedenfalls nimmt ihn der Trainer jetzt hier runter. Wahrscheinlich, um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden.
Die Flanke kommt nicht durch. Varane dazwischen. Ist das die Chance auf den Sieg? Es gibt Eckball für die Citizens. Ecke kommt. Daraus wird leider nichts. Chance zum Konter jetzt. Der Konter läuft. Lange ist nicht mehr. Real Madrid drängt jetzt noch. Klasse, der Konter. Aber dann kommt am Ende doch nur so ein harmloser Versuch raus. Raute, sehen Sie auch, Wolf? Der Trainer ist sauer. Das sah so gut aus. De Bruyne jetzt am Ball. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Sie müssen ein Tor erzielen. Aber hier wurde der Ball abgefangen. Auf außen ist Platz. Und jetzt rein mit der Flanke. Schön geklärt. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. So, das war's für heute. Es gibt hier also nur ein Remis. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, denn das große Ziel Aufstieg, das sollte sie eigentlich heute beflügeln. Mir war...